Hey Leute, diesmal mache ich mal ein Reparaturvideo. Ich habe ein Labornetzteil auseinandergenommen und zwar so eins wie das hier. Das ist das gleiche, fast das gleiche. Ich denke auch immer gleiche Hersteller, dass es von 0 bis 20 Volt, 0 bis 2 Ampere geht. Und es hat folgendes, es hat einen Kurzschluss am Ausgang. Plus und Minus hat einen Kurzschluss. Das heißt, die Ampere kann man runterregeln, noch auf 0 Ampere oder hochregeln bis 2 Ampere. Die Voltzahl ist es egal, wo sie steht, also funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt habe ich das auseinandergenommen. Ich habe das hier abgeschraubt. Dann die Buchsen abgeschraubt von der Platine. Und das sehe ich schon mal, da wurde es schwarz. Ich denke mal, die Verpolschutzdiode hier, genau, die hat es zerrissen. Kann man da deutlich sehen. Und die macht einen Kurzschluss. Das bedeutet, in das Netzteil wurde die Spannung reingeschickt, verpolt. Die Verpolschutzdiode hat den Leistungstransistor hier hinten auf dem Kühlblech, der hier festgestaubt ist, den hat die gestützt. Das bedeutet für mich, ich werde diese Verpolschutzdiode auslöten und eine fast gleiche Verpolschutzdiode wieder einlöten. Ich glaube, das ist eine 1N54. Sonst was. Ich habe hier eine Scotty-Diode allerdings. Die geht aber auch, weil die hält 20 Volt locker aus. Eher noch mehr. Und dann werde ich jetzt die auslöten, die einlöten, dann das Ganze wieder zusammenbauen. So, da habe ich mal ein wenig mehr Licht gemacht. Ich werde versuchen, das jetzt mal genauer zu zeigen. Hier der rechte Anschluss von der Diode, der wurde sehr heiß. Da kann man gut erkennen, dass es richtig schön schwarz geworden ist. Der linke Anschluss hier, da wurde das 10 auch flüssig. Aber hier rechts erkennt man es besonders. Ja, dann löte ich diese Diode mal aus und löte die andere am besten oben drüber, sodass man beim nächsten Mal, wenn das die Diode kaputt geht, dadurch, dass man Spannung verkehrt gepolt reinlässt, dass man die Diode leichter wechseln kann, ohne dass man die Platine komplett ausbauen muss. So, jetzt habe ich da eine neue Diode eingelötet. Auf die Platinenrückseite. Ganz wichtig, auf die Pullung aufpassen. Hier die Kathode Minus geht auf Labornetzteilanschluss Plus. Und von da hier die Anode von der geht auf Minus, sodass die standardmäßig sperren tut. Nur wenn das hier verpolt werden würde, dann wird die leiten. Das hier ist die Originaldiode. Mal gucken, ob man sie erkennt. Die hat einen Sprung. Ja. Also die hat es richtig zerstört. Von der Ansicht vielleicht besser. Das ist eine 5, 4, ich denke mal eine 3 oder 5 Ampere Diode. Auf jeden Fall hat es die richtig zersprungen da. Und ich habe das durch eine baugleiche Diode, diesmal sogar eine Scotty-Diode ersetzt, was auch funktionieren müsste. Weil diese Diode hier, die kenne ich, da weiß ich, die machen auch einen Kurzschluss. Sobald, wenn sie durchknallt, machen die auch einen Kurzschluss und schützen damit den Leistungstransistor. So. Und die verhindern, dass man das Labornetzteil verpolen tut, dass man da wirklich verpolt dann Strom reinschickt. So schaut das dann wieder reingeschraubt aus. Also, die Platine ist hier festgeschraubt und hier festgeschraubt. Die Buchsen sind wieder da, Plus und da Minus festgeschraubt. Und die Diode, die habe ich jetzt mal nicht auf der Innenseite, sondern mal auf der Rückseite von der Platine gemacht, weil die hat da ja Platz. Heißt, und solange die... das wollte ich nicht. Jetzt darf ich die nochmal anlöten. Ich wollte die noch ein bisschen nach oben biegen. Mann, sind die Platinen empfindlich. Okay, jetzt darf ich die nochmal ablöten und nochmal richtig anlöten. Okay, mache ich das mal, weil ich die jetzt lose gerissen habe. Ist zwar noch dran, löten wir die besser nochmal richtig an. Okay, die wurde wieder richtig angelötet, hierüber und hierüber, dass die richtig fest drin ist. Die versuche ich jetzt nicht mehr zu biegen, das müsste ich schon schön am Metallblech vorbeigehen. Also wieder zusammenbauen. Okay, jetzt mal gucken. Und die Diode hat hier Luft. Und da auch, da hat sie auch Luft. Die macht keinen Kurzschluss, da hat sie auch Luft. Ja, sollte schon funktionieren. Gut, dann können wir hier die Drähte wieder schön rein, Deckel drauf und ja, ist ein schönes Netzteil. Dann sollte das wieder so funktionieren wie original. Und wenn man dann wieder am Eingang hier Verpolspannung drauf lässt,
dann knallt es wieder die Diode durch. Aber lieber die Diode, als dass es den Leistungstransistor durchknallt, weil da hätte ich jetzt keinen da und der wäre teurer. Der Leistungstransistor, der die Spannungsregelung macht. So, dann schrauben wir das Gehäuse wieder zu und testen es mal. Dann stecke ich mal Spannungsmessung an. Das heißt, plus auf plus, minus auf minus. Messen wir mal die Leitlaufspannung, schalten es ein. Das zeigt an 21,1 Volt. Okay. 21,2. Scheint zu stimmen. 17, 9, 18. Okay. 12, 15. So kurz schließen können wir auch. Okay. 0,58 Ampere. Lasse ich mal kurz geschlossen. Dann kann ich hier die Ampere einstellen. Bis 2,25 Ampere. Sehr gut. Ich würde sagen, funktioniert wieder. Gut, dann stecke ich mal den Sender an hier, an das Labornetzteil. Ich habe das Labornetzteil auf 10 Volt jetzt. Mal anstecken. Ah, Lampe leuchtet. Das leuchtet auch. Das zeigt auch HF an. Gut, 10 Volt, 0,6 Ampere. Ups. Mal die Ampere aufdrehen. 13 Volt. 13 Volt, 1,46 Ampere. Und schönes Labornetzteil. Kann man schöne Sachen versorgen. Ja. Ich kann dann hier am Labornetzteil die Spannung runterdrehen, raufdrehen. Okay, geht 0 bis 20 Volt, 0 bis 2 Ampere. Schönes Netzteil, funktioniert wieder. Kannst du mal wieder ausschalten. Dann testen wir mal die Diode. Das heißt, ich gehe hier auf Diodentest. So. Man tut das jetzt mal verkehrt gepolt anstecken. Da wo Plus ist, machen wir Minus. Da wo Minus ist, machen wir Plus. Also wir schicken verkehrt um Spannung rein und gucken, ob die Diode heil ist. Und ja, ist jetzt gerade die Diode, die funktioniert. Und andersrum, wenn ich hier messen tue, dann ja, okay, da steigt dann. Aber funktioniert schon. Ja, schnelles Labornetzteil, funktioniert wieder. Okay, das war's, Reparatur. Kaputt war in dem Fall nur diese eine Verpolschutzdiode, die wir getauscht haben. Okay.